Hallihallo und willkommen zurück zu World of Warcraft. Wir sind gerade bei der Sandmata-Wache und haben da eine Quest zu erledigen. Warte mal, ich wollte erst mit dem hier reden. Seid gegrüßt. Suldrasee. Als ich diesen Namen zum ersten Mal vernahm, war ich wohl in eurem Alter. Es bedeutete mir damals nichts, so wie es euch heute nichts bedeutet. Es ist eine Trollkriegsmeute aus Zul'Farak, das Land verwüstete, verstand ich. Achso, erstens. Okay. Und bekam Angst. Viele werden euch erzählen, dass die Spaltklinge des Leidens nicht existiert, da sie ein Mythos sei, ein Märchen, mit dem man unartige Kinder ängstigt. Aber glaubt mir, Pandaren, es gibt sie. Alles klar. Achso, das war jetzt egal. Ja, ich bin hier, um Suldrasee zu finden. Wenn ihr mir helfen wollt, so sprecht mit Mazoga. Er war bisher sehr hilfsbereit. Alles klar. Reden wir aber erstmal mit Rieselfrost hier. Ihr müsst mir helfen. Ihr müsst bitte. Ich kann mit Chelsea hierher. Das ist die Schlafmütze daneben dran. Um ein bisschen Gold zu machen, ehrliche Arbeit, ein paar Sachen verkaufen. Und jetzt liegt sie auf dem Sterbebett. Sie hat Fieber, das selbst einen Schmied umhauen würde, und sie halluziniert. Ich glaube, sie wurde von einem der Skorbite hier gestochen. Ich habe das schon einmal gesehen, es ist kein schöner Anblick. Ich brauche ein paar Giftdrüsen, um ein Gegengift herzustellen, aber ich kann sie nicht alleine lassen. Alles klar, dann würde ich sagen, organisieren wir dir mal das Zeug, was du da brauchst. Jo, was hast du noch für mich? Um in der harten Wüste zu überleben, mussten die Sandhüter die Geheimnisse der Blutmagie erlernen. Blut trinken, um Macht zu kriegen. Dunkles Voodoo, ja? Nicht schön, aber hier draußen haben wir ja nichts voreinander zu verbergen, oder? Wenn wir das Schwert finden wollen, brauchen wir Blut. Ihr habt Glück, dass Mazoga Verräter ist, ja? Und viele Trolle der Sandhüter sind hier auf den Hügeln. Holt euch Blut für Mazoga, viel Blut, und wir machen Ritual, um Chandrasee zu finden. Okay, Blut organisieren, Skorpione töten, da steht schon der erste rum, den holen wir uns doch mal gleich. Das ist zu und zwar so schnell wie es geht, so einen Stachel haben wir schon mal, dann gucken wir mal, was uns da oben erwartet, beziehungsweise da ist noch ein zweiter Skorpion, den ich... Und vor allem ist hier Mithril. Das nehme ich natürlich auch noch mit. Weiß immer noch nicht, was ich mit dem Zeug anfangen soll. Vielleicht sollte ich doch mal mich mit dem Auktionshaus auseinandersetzen. Um den ganzen Müll, den ich hier so einsammle, irgendwie loszuwerden. Oh, der hat nichts getroppt, die Sau. Und da haben wir doch Blut von Drollen. Schnappen wir uns das mal schnell hier. Schön, dass du mir Blut droppst, wenn ich Blut brauche. So, den hole ich noch, dann pulle ich da hinten noch ein paar zusammen. Okay. Das war jetzt nicht unbedingt das, was ich tun wollte. So, kann ich vielleicht wieder aufmounten, danke. So, du kommst mal mit. Zombie der Sandhüter. Du kommst mal mit. Hier stehen ja gar nicht so viele rum. Na super. Dann halt eben nicht. Auf wir gehen. Na toll, wie soll ich da jetzt noch ordentlich Blut rausholen? Wenn die überhaupt hier zum Großteil... Doch, da hinten ist noch einer, dann hole ich mir noch. Ansonsten sieht es hier so ein bisschen schlecht. Da läuft noch... da hinten sind noch mehr. Okay, dann pulle ich die jetzt mal zusammen. Du kommst mit. Da steht ja alles voll mit denen. Das gefällt mir. Du kommst mit. Du kommst mit. So. Da ist ein Fernkämpfer da oben. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Aber kriegen wir auch so hin, hoffe ich. Das war jetzt ein bisschen ungünstiges Dings hier mit den AOE-Dingern. Aber das kriegen wir schon hin. So, 3 Blut. Was ist das? Notsignalgeber. Den nehmen wir einfach mal mit. So, hoffentlich sind das jetzt Heilkugeln. Jawohl. Gut, den hinten kriege ich auch so gut wie down tot. Das ist mir relativ latte. Also, Fernkämpfer zusammenpullen. Haut nicht ganz so hin, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber
haben es ja gerade noch so überlegt. Und haben unser Blut jetzt zusammen für das Ritual, beziehungsweise ich starte mal hier die Notsignalgeber. Ihr habt ein merkwürdiges Gerät aus Metall entdeckt, das die Form eines Eis hat. Was? Achso, Ei. Ah, von Ei. Ich dachte gerade Eis, gefrorenes Wasser und so. Bei was? Egal, als ihr einen der Knöpfe berührt, erwacht das Ei zum Leben und verwandelt sich in eine Art Gnom-Roboter-Apparat. Aus dem Inneren des Robot-Eis erklingt eine rasselnde Stimme. Mein Name ist Glotz und mein Leitroboter ist verloren gegangen. Ich würde euch belohnen, wenn ihr ihn aufspürt. Bringt einem Roboter bitte diesen Signalgeber. Hervorragend. Jetzt habe ich die Koordinaten für euch berechtigt. Ja, nicht berechtigt. Berechnet. Er ist in der Nähe der klaffenden Schlucht in Tananaris abgestürzt. Wo ist er da unten? Okay, da laufe ich jetzt nicht runter. Das ist mir dann doch ein bisschen zu blöd, der jetzt runter zu latschen. Wer ist denn mal Stachel droppt? Als hätten die keine so, ne? Als wäre das so ein Sonderexemplar, was die Stacheln droppt. Aber das hatten wir jetzt schon öfters, dieses Thema. So, da hinten wäre noch Mithril, das lasse ich jetzt stehen. Ich kann solange ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Würde früher oder später eh beim Händler handeln. Och komm, gib mir doch einfach Stacheln. Muss ich wohl ein bisschen mehr in die Richtung. Ist auch zumindest das Gebiet da eingezeichnet, wo ich die Stacheln droppen kann. Sieht schon besser aus da hinten. Die sind aber doch relativ weit auseinander, so dass ich die wahrscheinlich... Ah, ich versuch's einfach mal. Vielleicht haut's ja hin. So, du kommst noch mit zu mir, bitte. Ich muss näher ran. So, genau, so will ich das haben. Machen wir noch einen Kranichtritt, weil es so schön ist. Machen wir halt nochmal, weil es immer noch so schön ist. Ich kann das noch nicht sehen. So, und zwei Stacheln ist schon mal gut. Fehlen noch zwei Stück. Die kriege ich aber auch noch zusammen. Da hinten sind nämlich noch mehr von diesen Viechern. Da ist nur ein Einzelner. Da hinten ist irgendwas mit irgendwas im Gepäck. Na egal, nehmen wir einfach mal mit. Es droppt nämlich die Dinger hier. Und da ist noch einer. Da ist noch ein Tritter. Den holen wir uns mal hier. Das ist zu weit entfernt. Und los geht's. Joa, läuft ganz gut. Na toll, hör auf mich zu stunnen, du Penner. Mach mal das lieber so. Geht dann doch ein bisschen schneller. So, ein Stachel von drei Gegnern, super. Ist genauso, wie ich es haben wollte. So, töten wir die restlichen halt noch einzeln. Ah, wobei. Sicher ist sicher. So, du kommst noch zu mir. Ich bin außer Reichweite. Oh je, das wird knapp. Scheiße. Jetzt habe ich es verkackt, glaube ich. Ja, jetzt habe ich es ordentlich verkackt. Habe ich nur die Hälfte erwischt. Aber das kriegen wir hin, kein Problem. Der ist weg. Der ist weg, dann haben wir noch einen hier. Und der ist auch weg, sehr schön. So, jetzt kriegt man zwei getroppt. Gesundheit niedrig, ach sag bloß. Aber zum Glück können wir uns ja heilen. Tun wir das doch mal schnelle. Bevor uns auf dem Weg irgendwas angreift und tötet. Ja, das ist halt ein bisschen doof, wenn man die Furofäuste nicht trifft. Oder wenn der Gegner beim Start der Furofäuste dann noch ein Stückchen weiterläuft und dann ausgerechnet irgendwie hinter einem steht und deswegen nicht trifft oder so ein Blödsinn. Ist uncool, muss ich sagen. So, hier einmal deine Stacheln. Vielen Dank, ich kenne mich ein bisschen mit Alchemie aus. Ich kann auch etwas. Hier wird... Schön, dass ich helfen konnte. Nein, es hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es sei denn... Oh nein, es ist schlimmer, als ich dachte. Sie muss von dem gestochen worden sein, der sich in der Höhle versteckt hat. Ich habe ihn gesehen, als wir angekommen sind. Seine Klauen sind so groß wie Goblins. Sein Schwanz ist so groß wie ein Baum. Wir haben uns am Lagerfeuer leise über ihn unterhalten. Wir haben ihn Gargantabit getauft. Hey, lacht ihr etwa? Hört auf, das ist alles ernst hier. Chelseas Leben ist in Gefahr. Bitte, ich werde dafür sorgen, dass es sich für euch lohnt. Bringt mir Gargantabit. Tapits Giftdrüse. Na gut, können wir schon mal machen. Die Frage ist, wie kann der noch an einem
die noch an einem Stück sein, wenn der Scherenherzog so groß wie Ding. Die müsste eigentlich Matsch sein. Aber ist okay. So, hier ist dein Blut erstmal. Matsuga hält das trockene Blut in seinen Händen und führt es zu seinem Mund, um zu trinken. Es wird flüssig und fließt schmierig seinen Rachen hinunter. Ekelhaft. Sie trinken Blut, sie werden mächtig, ich trinke ihr Blut. Alles klar. Das Blut spricht. Ich habe seinen Fluss im Sand durchzogen von Tod, eine Wüste des Leidens. Matsugas Augen verdrehen sich. Da das Blut fließt nach Süden in ein Tal der Knochen. Zakaru, Zakaru, Brut von Makari, dem Dunklen, der ein Opfer verlangt. Sein Vater wurde aus Zul'Pharak verdrängt und sein Aufstieg verhindert. Er wird noch einmal Blut schmecken. Matsuga schwand. Gut, geht, Mönch. Sakura hat Zangtrase. Ihr wollt nicht, dass er es behält. Glaubt mir. Okay, wenn er es nicht behalten soll, nehmen wir es ihm halt ab. Auch wenn sie es eigentlich gehören würde. Ach, da oben ist noch Mithril. Das nehme ich noch mit, wenn ich direkt dran vorbeilaufe. Auch wenn man sich normalerweise so beide Seiten der Story anhört. Aber nehmen wir es ihm einfach mal ab. Dem bösen Zakaru, oder wie er nochmal hieß. Schon wieder vergessen. Ist mir jetzt auch egal. Erstmal das komische Megafieder töten. Das mich auch einfach so zerschnippeln könnte, wenn es dann wollte. Aber das Ding ist ja kein Problem für mich. Dieser Skill ist echt mega. Andere Klassen haben, glaube ich, nicht sowas. Na gut, der Krieger, von dem weiß ich noch, dass er hinrichten hat oder so, wie das heißt. Und kann man aber auch nur verwenden, wenn der Gegner unter 20% Leben oder irgendwie sowas hat. Haut aber mega viel Schaden raus. Ist aber halt immer noch kein Insta-Kill-Skill. Das eigentlich auch nicht, außer sie haben weniger als 10% Gesundheit. Nee. Also, ja doch, ich brauche eigentlich nur viel Leben. Und wenn es eine zähe, was ist dann ein zähes Ziel? Wahrscheinlich irgendwelche Bossgegner oder sowas. Würde ich jetzt mal vermuten. Das sind zähe Ziele. Das würde auch Sinn machen, dass ich einen Boss nicht insta-killen kann, wenn ich einfach nur mehr Leben habe als er. Das könnte man einfach. Na gut, ich weiß nicht, wie schwer es ist, hier an Leben zu kommen. Aber ansonsten könnte man ja einfach sagen, so, ich mache jetzt alles auf Ausdauer, mach mir alles, was mir Leben gibt und hitte, One-Hitte, Instanzbosse oder so ein Scheiß. Was eigentlich auch schon ziemlich mega wäre. So, da haben wir Zakaru. Und klöppeln wir halt mal schnell um. Sehr schön. So, da haben wir Zangtrase gefunden. Und was greift mich jetzt noch an hier? Du Drecksack da. Na gut, wenn er sterben will, dann erfüllen wir ihm den Wunsch. So, und dann geht's jetzt mal zurück. Was passiert, wenn ich in diesen Wirbelsturm hier reite? Nichts. Na toll. Ich habe mir jetzt ein bisschen was Spektakuläreres vorgestellt, aber auch egal. Ist immer noch besser als, keine Ahnung, hier runtergeschleudert zu werden oder so und dann hier hochlaufen zu müssen. Aber nun gut. So, da hinten habe ich das Lager. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Dass wir nicht wieder zu viel Scheiße pullen. Wobei, die kann man ein bisschen ärgern. Die holen mich sowieso nicht ein. Jetzt, wo ich meinen Reitskill auch erhöht habe. Ich kann nämlich jetzt... Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ihr geübtes Reiten. Ich kann schneller reiten auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ich glaube, das habe ich offscreen gekauft. Deswegen ist mein Goldvorrat auch so wenig. Wobei ich sagen muss, dass ich mit den Charakteren, die ich offscreen spiele, also so nebenbei mal immer so wieder, wesentlich mehr Gold habe. Was wohl unter anderem auch an dieser Goldbelohnung hier liegt, weil ich immer in die Random Dungeons reingehe. Und da sammelt sich dann doch schon einiges Gold an. Das finde ich gerade krass, dass es sich so extrem auswirkt hier. Beim Krieger, der ist ungefähr gleiches Level, der hat 100 Gold mehr oder so ein Scheiß. Redet mit mir! So. Ah, wir sind zurück, jawohl.
Ich kann es kaum fassen. Ihr seid großartig. Hier, bitte, nehmt diese Belohnung. Nehmt alles, was ihr wollt. Ich muss Chelsea retten. So, was können wir denn davon gebrauchen? Schmuck haben wir noch gar nicht, oder was? Schmuck, da unten ist Schmuck. Haben wir echt noch nicht. Ruft einen Goblin-Sanitäter, Intelligenz, Ausdauer. Fügt einem... Das würde mir eigentlich so prinzipiell von der Benutzungsfähigkeit besser gefallen. Da ist aber Intelligenz drauf und Intelligenz... Kann ich einen Scheißdreck mit anfangen, wobei ich auch nichts mit Stärke anfangen kann, sehe ich gerade. Was ziemlich uncool ist. Und Schuhe habe ich bessere. Ist nicht nützlich für uns. Schön, 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 schön. Macht Stärke denn sonst nichts mehr? Das heißt, ich muss mich komplett eigentlich auf Beweglichkeit und Ausdauer. Das habe ich ja konsequent gemacht, wenn ich mir das hier so mal angucke. Komisch, komisch, komisch. Na, da ist Stärke drin. Na gut, dann würde ich sagen... Ah, ich weiß nicht. Intelligenz bringt mir... Das ist doof. Doof, doof, doof. Wobei ich... Das bringt überhaupt nichts, dieses Skill. 102 Schaden. Alle 3 Sekunden. Da mache ich ein Auto-Attack und habe mehr Schaden gemacht. Also irgendwie... Der eine Untersuchung vornimmt. Ich glaube, wir nehmen einfach mal den Erste-Hilfe-Kasten hier. Probieren den mal aus. So, wie komme ich jetzt an die Fähigkeit? Kann ich die da unten einfach reinziehen? Jawohl. Probieren wir dann nachher mal aus. Vielleicht hilft es ja was. Wer weiß. Ja, die Geister haben die Wahrheit gesagt. Mann, Mazoga grinst, als er euch das Schwert mit beiden Händen abnimmt. Hat euch nicht besonders gemocht. Hm? Nicht nur Drolle wollen in dieser Welt Blut, Mann. Lasst uns die andere Klinge finden. Achso, ich muss eine Belohnung auswählen. Da ich alles drei nicht tragen kann, nehme ich mal das, weil das am meisten wert ist. Gut, Chandrasi entzieht sich mir, Mann. Das Blut war nicht genug. Wir müssen an etwas Stärkeres rankommen, um es zu finden. Wenn man jeden Troll braucht, um über die Runden zu kommen, dann ist ein toter Troll ein echtes Problem. Und deshalb haben die Sandhüter gelernt, wie man mit Toten... Wie man die Toten mit Voodoo wiederbelebt. Man fällt um, steht wieder auf, macht sich an die Arbeit. Immer wieder, für immer. Die Zombies, die entstehen, sind voll vom dunkelsten Mojo, das zu finden ist. Geht in Richtung Westen, da findet ihr einen ganzen Haufen von denen und bringt mir das Mojo, ja? Jo, jo, Mann. Chill mal dein Leben, jo. So, also will er Blut von Toten trinken. Das ist krank. Ah, kann ich die Gräber benutzen? Mal gucken, was da rauskommt. Wahrscheinlich noch mehr von denen. Ja, sehr schön. Das heißt, ich kann die alle schön brav hier erstmal einsammeln. Ja, toll, das haben sie mich... Jetzt haben sie mich verlahmt. Das ist ziemlich uncool. Boah, halt nicht viel aus. Das ist noch uncooler. Okay. War wohl ein bisschen zu viel. Zu viel des Guten. Naja, gut, dann töten wir die halt einzeln. Ich bin außer Reichweite. Den hau ich zumindest mal so um. So dunkelstes Mojo. Damit habe ich nicht gerechnet, dass die mir so auf die Fresse hauen werden. Aber mit drei sollte ich einig werden. Komisch, dass ich die jetzt instant töte. So gut wie. Und vorher einfach so viel davon überlebt hat. So Lederhandschuhe sind zwar schlecht, dann nehmen wir mal mit zum Verkaufen. Ich muss näher ran. Vielleicht können wir die ja noch gebrauchen. Beziehungsweise eigentlich eher weniger gebrauchen, aber das Geld können wir gerne gebrauchen. So. Ein bisschen Gräber ausheben. Ja, der stirbt jetzt fast instant davon. Vorhin waren da noch welche mit halbem Leben. Weiß nicht, ob das an den Crits liegt, dass die so viel ausmachen oder so. Aber an irgendwas muss es ja liegen. Na toll, das ist mein Ding hier noch auf Cooldown. Ja, der hat einen blöden Kranichtritt hier. War ja klar, dass der jetzt noch ankommt, der Drecksack. Aber wenn er unbedingt zu seinen Kollegen ins Grab will, dann gönnen wir ihm diesen Wunsch. So, ein Mojo noch. Ich bin außer Reichweite. Hallo du. Gib mir dein Mojo. Mojo, Mojo, Mojo. Mojo. Keine Ahnung, wie man genau das ausspricht. Ich glaube, es heißt Mojo. Ich will jetzt... Oh, danke. So, und zurück. Dann lassen wir ihn mal wieder Blut saufen und
erledigen seine Folgequest, dann... Ja, eigentlich könnte man den noch schnell durchziehen. Na, wobei doch. Machen wir das noch schnell. Dann kann ich offscreen hier runterlaufen. Klingt nach einem Plan. Matsuga kippt seinen Kopf zurück und inhaliert tief von dem Klumpen des geheimnisvollen Materials. Seine Augen leuchten auf. Mächtiges Zeug, Mann. Ah, wenn ihr sehen könnt, was ich sehe. Vielleicht probiert es er auch mal aus. Irgendwann die Geister rufen. So, ja, jetzt sehe ich auch die andere Hälfte, Mann. Südlich von hier. Wir sind ganz in der Nähe, Mann. Es ist eine Oase unter dem Schlamm des Wassers vergraben. Beeilt euch, alles klar. Dann laufen wir da mal hin. Ist ja nicht weit, das können wir noch schnell erledigen. Müssen wir gucken, was das hier so gibt. Felssplitter, Schulterstücke sind kacke. Die haben nur 2 Beweglichkeit, 6 Ausdauer weniger. Ja, die sind auch kacke. Das kann ich nicht benutzen. Warum kann ich das nicht benutzen? Ach, das... Ah, okay, ich hab auf der falschen Ding geguckt. Das ist natürlich eine Kettenrüstung, die ich nicht benutzen kann. Und das ist eine Plattenrüstung, die ich nicht benutzen kann. Ja, wenn man halt wieder das mit dem meisten Verkaufsdingsbums dingsen. So, sind wir laut Karte hier. Changtrasee, der Beschützer. Hallihallo. Nasser Sand, super. Nehmen wir einfach mal den nassen Sand mit. Aha. Aha, jetzt seid ihr aber angeschmiert, Mann. Ich habe Changtrasee schon vor langer Zeit gefunden. Komm, halt die Schnauze. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Ich kann nix da Grab. Jetzt hat er sein Schwert da wieder vereinigt, weil er den einen Teil schon hatte und will mich jetzt umklöppeln. So ein Penner. Dich kriege ich noch, Kollege. Dich kriege ich noch. Irgendwann sehen wir uns wieder. Es kann es ja wohl nicht gewesen sein, dass dieser Depp jetzt einfach abhaut. Kommt wahrscheinlich noch eine Folgequest oder sowas. Die erledige ich dann aber nicht mehr. Sondern ich gebe jetzt noch ab. Ah, doch die richtige Entscheidung, das so schnell durchzuziehen. So, jetzt sind wir gleich da. Und ja, wie gesagt, geben noch die Quest ab. Und hoffentlich die Folgequest dazu, dass wir diesen Penner einen auf die Fresse hauen dürfen. So, hallo du da, Drenton. Hallo. Sult, da haben wir schon gelesen. Matsuga, er hat das Schwert an sich genommen, dieser dreckige. Drenton blickt sehr finster drein. Wenigstens seid ihr mit dem Leben davon gekommen. Der Biss des Peitschers ist sehr gefährlich. War jetzt nicht so gefährlich für mich in Anbetracht der Tatsache, dass ich den Typen einfach instant umklatschen konnte. Von dem her nicht so schlimm. Dieser üble Verräter, ich hätte es besser wissen müssen, als jemand seines Schlags zu vertrauen. Er hat doch vorhin schon gesagt, dass er ein Verräter ist. Hallo, Vollidiot. Die Suche nach Sultrasee hat mich geblendet. Vergebt mir, Matsuga ist nach Zulfara geflohen, der bevölkerungsreichste Teil der Länder der Sandhüter. Ihr müsst ihm folgen, wenn ihr das Schwert wirklich haben wollt. Geht nicht alleine, der Stamm der Sandwüter liegt hinter diesen Mauern auf der Lauer und sie werden euch nicht willkommen heißen. Ich werde hier bleiben. Ich muss die Suche nach der Klinge beenden. Solltet ihr sie finden, so behaltet sie. Ich muss aufhören, bevor es mich verzehrt. Seid vorsichtig. Oh, also Zulfarag ist diese Instanz hier. Das heißt, wir haben jetzt gerade eine nachfolgende Instanzquest gekriegt, nehme ich mal an. Zumindest dürfte Zulfarag hier irgendwo... Hier haben wir es. Steht auch schon auf unserer Hakenliste drin. Zumindest, ja, mal gucken. Werden wir dann sehen, wie gesagt, auf Level 50 oder wenn ich das Gebiet hier abgeschlossen habe, spätestens. Werden wir dann mal weiter gucken, wie es so steht. Also, würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge von WoW wieder. Bis dann, tschüssi.